Hallo, ihr Querlinge. Ja, es ist mal wieder Zeit für so eine Episode, nämlich eine Level-Up-Episode, relativ spontan aus mehreren Gründen. Zum einen weiß ich jetzt mittlerweile, was ich auf Level 10 alles leveln möchte bei den Helden und habe mich auch entsprechend beraten lassen. Vielen Dank dafür an meinen Zuschauer Luther Asmodi. Zum zweiten haben die Helden mittlerweile schon 2 Level-Ups auf Halde. Sie könnten also eigentlich schon auf Level 11 aufsteigen und ein Level-Up möchte ich ja immer in Reserve halten für den Fall, dass wir Voljev wiederfinden und dann direkt mit ihm wieder losstarten können, denn Voljev dürfte so Level 7 oder 8 sein, ich glaube 7 sogar. Und der letzte Grund, ja, es wird hier nicht einfacher auf der Karte Wintersonne und die ist noch groß und da kann uns eine Stärkung nicht schaden. Deswegen geht es jetzt los mit dem Level-Up der Helden, die gerade dabei sind. Und dann werde ich ein Safe-Game laden hier im Video, denn ich habe die Helden mal zurück nach Dresden gebracht für den Zweck des Stufenaufstiegs. Und dort zeige ich euch dann, wie die daheimgebliebenen aufgelevelt werden. Aber fangen wir an mit Nokori. Achso, und wir machen auch die Legendenkräfte jetzt hier mit. Aber das ist für Nokori kein Thema, denn die hat sich das ja schon aussuchen müssen. Bei ihr gibt es also nur den normalen Level-Up von 9 auf 10. Genau, so ist es. Sie kann jetzt automatisch ihren toten Tiergefährten wieder erwecken. Wobei ich gar nicht sicher bin, ob das jetzt nur für Schattenfang gilt oder ob sie damit auch zum Beispiel Borstel wiederbeleben könnte. Das müssen wir mal checken, wie das Spiel gerne hätte. Ja, hier gibt es keine Überraschungen. Überzeugen, Wahrnehmung, Legendenkunde, Religion, Legendenkunde, Natur, Heimlichkeit und ein Punkt auf Athletik. Einen weiteren Zauber der Stufe 2. Da ist wenig dabei, was mich anmacht. Lebenswichtige Organe erkennen könnte noch ein bisschen für Zusatzschaden sorgen. Das nehmen wir mal mit. Und auf der Stufe 4 gibt es 2 Zauber auszuwählen. Das ist interessanter. Denn da haben wir hier das Tierwachstum. Das anvisierte Tier verdoppelt seine Größe und verachtfacht sein normales Gewicht. Also wie Größe ändern Person halt nur aufs Tier, denn Größe ändern Person ist ja nicht auf ein Tier anwendbar. Und ja, wenn wir wieder so einem riesigen Stinkstiefel gegenüberstehen, dann können wir aus Schattenfang ebenfalls einen riesigen Stinkstiefel machen. Also auf alle Fälle Tierwachstum. Und als zweites nehme ich die inspirierende Erholung. Und da heißt es nämlich, du kannst eine Kreatur heilen, einer untoten Kreatur Schaden zufügen oder eine kürzlich gestorbene Kreatur ins Leben zurückholen. Die jeweilige Kreatur regeneriert 1d6 Trefferpunkte für jeweils 2 Zauberstufen. Also das sind schon jetzt im Moment 5d8. Das ist nicht schlecht. Geht nur, wenn die entsprechende Kreatur in den letzten 2 Kampfrunden verstorben ist. Ja, genau. Und durch Todeseffekte getötete Kreaturen können auf diese Weise nicht wiederbelebt werden. Wer Zauber fügt untoten Kreaturen Schaden zu. Genau. Ob das auch für befreundete Gefährten gilt oder nur für ja, Tiere und so weiter, das müssen wir uns auch anschauen. Das ist also Nokoris Level-Up. Den Level-Up 11, den breche ich ab. Denn den machen wir mal wann anders. Dann geht's direkt zu Schattenfang. Der bleibt natürlich Aggressor, bekommt seinen Punkt auf Überzeugen und Wahrnehmung. Und das war's für ihn. Und was Nokoris Legendenkraft angeht, hatte ich ihr ja in der Dresden-Zitadelle, als diese ganze Banner-Geschichte abgelaufen ist, die ergiebige Zauberei gegeben. Und man kann das hier nicht nochmal zeigen, aber ich erwähne es hier. So, dann machen wir weiter mit, ja, meinetwegen mit Sosiel, weil er hier daneben steht. Der bleibt Kleriker. Überzeugen und Wahrnehmung und Legendenkunde Religion. Und mehr muss er gar nicht tun. Den brechen wir ab. Und was seine Legendenkraft angeht, gebe auch ich ihm die ergiebige Zauberei.
Die ist ja auch die Voraussetzung für die verbesserte ergiebige Zauberei. Für die Level, also Zauberlevel 4, 5 und 6. Das ist sehr interessant, wenn wir das dann haben. Das ist dann auch das Ziel beim nächsten Mal. So, damit ist Soziel durch. Und folglich Borstel an der Reihe. Da müssen wir aber nicht viel tun. Beweglichkeit, Wahrnehmung und fertig. Soweit so schmerzfrei. Kommen wir zu Lan. Der bleibt, was er ist. Wir gehen zurück. Er bekommt einen rechtschaffenen Kieschlag. Auf Stufe 10 werden die waffenlosen Angriffe eines Mönchs hinsichtlich der Überwindung von Schadensreduzierungen als rechtschaffene Waffen behandelt. Ja, das ist halt eine Mönchsfähigkeit. Die wird selten zum Einsatz kommen, weil Lan ja seinen Bogen hat. Und er bekommt ein Zen-Schützen-Bonus-Talent. Das ist das hier oben. Darum geht's gleich. Wahrnehmung, Beweglichkeit und Athletik. Und jetzt hat er hier ein Zen-Schützen-Bonus-Talent. Da hat es halt nur diese begrenzte Auswahl an Talenten. Und da nehme ich den verbesserten kritischen Treffer auf dem Langbogen. Und auf dem Langbogen hat er dann in Zukunft einen verdoppelten Bedrohungsbereich. Also crittet häufiger als bisher. Das gucken wir uns gleich an. Ja, das ist es nämlich hier gewesen. Das brechen wir ab. Guck mal kurz in sein Charakterblatt. Er crittet jetzt nämlich bei 19 und 20 und bisher halt nur bei 20. Er macht also demnächst, also ab jetzt, doppelt so viele kritische Treffer, rein statistisch gesehen, wie bisher, solange er einen Langbogen trägt. Und da wir alle seine Skills, die mit Waffen was zu tun hatten, auf den Langbogen fokussiert haben, werden wir ihm auch nie was anderes in die Hand geben, es sei denn, aus irgendwelchen Gründen muss er mal in den Kammer auf Waffenlosen Kammer zu Nahkampf gehen. Aber das sind dann ganz besondere Umstände. Dann geht's bei ihm auch an den Legendenrang. Und da gebe ich ihm das legendäre Talent Gefächerte Schüsse. Das ist ein seltsamer Name für das, was es eigentlich ist. Wenn du einen Gegner mit einem Fernkampfangriff verfehlst, kommt häufiger vor, wenn wir uns mit viel zu großen Gegnern anlegen, dann verbessert sich deine Zielgenauigkeit und du erhältst bis zu deinem maximalen Legendenrang, das ist momentan jetzt die 3, einen kumulativen Bonus von plus 1 auf Angriffe auf denselben Gegner. Jeder erfolgreiche Treffer senkt diesen Bonus um 1. Also, wir führen uns den Kampf der letzten Runde nochmal vor Augen. Der letzten Episode, da hatten wir gegen diesen Drachen mit Rüstungsklasse 43 gekämpft. Lan schießt dreimal. Schießt, verfehlt. Dann würde beim nächsten Schuss sein Angriffsbonus um 1 steigen, weil er immer noch auf den gleichen Gegner schießt. Er schießt wieder, verfehlt, dann steigt sein dritten Schuss auf der Bonus auf 2, schießt, verfehlt. Nächste Runde, Lan schießt wieder auf den Drachen, schießt, verfehlt meinetwegen. Und dann ist der Bonus bei 3. Das ist das Maximum im Moment, wegen des Legendenrangs, aber es wird ja noch mehr. Und der Bonus bleibt halt so lange da, solange Lan auf diesen einen Gegner schießt und den Gegner nicht wechselt. Das heißt, er führt dahin immer mit einem Bonus von plus 3 auf seinen Angriffswurf schießen. Und wenn er dann mal trifft, dann wird danach dann beim nächsten Schuss auf den gleichen Gegner der Bonus wieder um 1 gesenkt. Und wenn er dann nicht trifft, dann steigt er halt wieder. Also das gleicht so ein bisschen diese harten Nüsse aus, die sehr schwer zu treffen sind. Ne? So. Ein gefächerter Schüsse für Lan. Gucken wir nochmal hier in seinen Klassenfortschritt rein.
Wir sehen hier, dass Lan auch einen weiteren Punkt bekommen hat für den Angriffswurf aufgrund seines Level-Ups jetzt hier, Bonus 10. Das sieht man hier an diesen Symbolen. Diese schräge Faust sagt, bei dem Level bekommt der Held einen Bonus auf den Angriffswurf, dann diese Faust von unten nach oben. Das ist Zähigkeit, da gibt es einen Bonus drauf und dann dieser fliehende Fuß ist dann für die Reflexwürfe. Und wir sehen ja, dass Lan eine Klasse hat, wo er bei jedem einzelnen Level-Up einen Plus auf den Angriffswurf bekommt. Ja, das ist aber nicht unbedingt bei allen so. Bei wem war denn das nicht so? Hier Schattenfang zum Beispiel. Der hatte beim letzten Level-Up eben keinen solchen Bonus bekommen. Und auch hier bei Level 13 bekommt er das nicht. Folglich ist sein Angriffsbonus eben nur bei 7, wiewohl er ja schon die Stufe 10 hat. Ne? Also nur mal so. Ist jetzt nicht von Bedeutung, weil wir können es eh nicht ändern. Aber für diejenigen, die diese Hieroglyphen hier noch nicht entziffern konnten, das ist ganz gut, sich das mal anzuschauen. Heißt also, wenn man an einem Gegner steht, den man nicht klein kriegt, aber der nächste Level-Up ist nicht weit entfernt, dann kann man sich angucken, ob der nächste Level-Up denn überhaupt den Angriffsbonus erhöhen würde. Und tut er das bei den Helden, mit denen man gegen den unbesiegbaren Gegner antreten möchte, dann wäre es sinnvoll, woanders hinzugehen, den Level-Up sich irgendwo einzusammeln, den Level-Up zu machen, weil dann hat man halt diesen Bonus von plus 1, den man auch ja irgendwie, ja, der bleibt halt, der geht ja nicht von alleine wieder weg. Okay, soweit also Lan. Und dann machen wir weiter mit Deran, weil Deran da ist. Und der bleibt Mystiker. Überzeugen, Wissen Welt, Wissen Arcanum. Und einen zusätzlichen Zauber der Stufe 5. Und da wähle ich... Säule des Lebens. Du beschwörst auf einem einzelnen Feld in Reichweite eine Säule aus positiver Energie, die wie ein Sonnenzepter erstrahlt. Lebende Kreaturen auf angrenzenden Feldern können die Säule mit einer Standardaktion berühren, um 2d8 Punkte Schaden und einen weiteren Punkt pro Zauberstufe zu heilen. Wäre also jetzt 2d8 sind 2 bis 16 plus 10, also 12 bis 26. 12 plus 26 sind in Summe 38, durch 2 sind 19, also mit 19 Punkten könnte man rechnen, dass man die kriegt. So. Kreaturen können das Feld mit der Säule betreten, genau. Und wenn untote Kreaturen so blöd wären, da durchzulaufen, dann kassieren sie halt Schaden, weil ja Heilung und untote Kreaturen und so, ihr kennt das Thema. Also, Säule des Lebens für Deran ist interessant, vor allen Dingen dann, wenn Deran aus irgendwelchen Gründen nicht heilen kann, aber andere Helden Zeit hätten, sich zu heilen, aber sich selbst halt nicht heilen können. Dann kann man so ein Ding hinstellen, weil das tickt ja auch eine Runde pro Stufe, also 10 Runden, das ist schon ziemlich lang. Und dann ist es halt so ein Self-Service, sich da ein bisschen Heilung abzuholen. Das war Derans Level-Up, aber bei Deran wird es jetzt interessant. Denn bei seiner legendären Fähigkeit gilt es, eine wichtige Weiche zu stellen. Und zwar können wir ihm hier viele schöne Sachen geben. Wir können ihm aber, also vor allen Dingen hier die verbesserte ergiebige Zauberei wäre auch sehr interessant. Die sollten wir ihm auch noch geben irgendwann mal. Aber im Moment finde ich das zweite Mysterium interessant. Am interessantesten, sagen wir so. Er ist ja ein Mystiker und ein Mystiker hat ein Mysterium. Bei Deran, heißt er, ist es ja die Heilung. Deswegen hat er diese ganzen Heilsprüche, die er dann automatisch bekommt und hat da so ein paar mehr Vorteile noch, wenn er Heiler ist. Und jetzt können wir ihm ein zweites Mysterium geben, das dann ebenfalls gewisse Auswirkungen auf sein Zauberbuch zum Beispiel hat. Und wenn er als Mystiker weiter levelt und eine Offenbarung dann wieder haben darf, dann darf er eben für dahin diese Offenbarung nicht nur aus dem Mysterium schöpfen, das er bisher hat, Heilung, sondern eben auch aus dem, das wir ihm jetzt geben. So, was haben wir denn hier? Gucken wir mal durch. Ahnen. Na, das ist irgendwie
nicht so interessant. Flammen, das passt gar nicht zu ihm. Gebeine, passt auch nicht zu ihm. Natur, Schlacht, passt auch nicht. Steine, nein, warum? Wellen, so Wasserzeug. Wind, nicht und Leben. Achso, Leben hat er schon. Es hieß nicht Heilung, es hieß Leben. Hier sehen wir übrigens, ich kann da nicht rüber. Hier sehen wir übrigens, was ich mal neulich gesagt habe, dass es recht versteckt irgendwo steht, dass der Mystiker auf bestimmten Leveln einen Zauber einfach so in sein Zauberbuch bekommt. Und das war ja dann die Genesung bei uns neulich. Das wird dann irgendwie Heilung und so weiter sein. Aber ich kann jetzt gerade nicht runterscrollen. Ja, welches zweite Mysterium ist denn am interessantesten? Es ist das Mysterium der Natur. Warum sehen wir im nächsten Level ab, wenn wir uns dann eine Offenbarung aussuchen können, und zwar aus Leben oder Natur? Und wir werden natürlich eine Naturoffenbarung wählen, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, welche Naturoffenbarung ich daran geben werde, wenn er auf Level 11 aufsteigt. Es ist nämlich, Trommelwirbel, ein weiterer zusätzlicher Tiergefährte. Denn ich denke mir, wenn wir ja schon eine Zoo bauen, dann machen wir es gleich richtig und werden dann daran noch einen Wolf unter den zarten Hintern schnallen. Ab Level 11. Genau. Aber jetzt erstmal nur das zweite Mysterium Natur, damit das überhaupt gehen kann. Und die Zauber gucken wir uns gleich nochmal genau an. Das ist das, was jetzt passiert. Genau, er bekommt jetzt diese Zauber in sein Zauberbuch. Was wir uns jetzt nochmal anschauen. Also federleicht, ja. Man ignoriert negative Bewegungseffekte durch schwieriges Gelände. Ja, war bisher nicht wichtig. Die Rindenhaut ist dazugekommen, klar, die kennen wir. Haben wir auch mehr als genug durch Nokuri schon. Also Rindenhaut, da können wir drin baden. Dann haben wir hier Gift. Du beschwörst die toxischen Fähigkeiten natürlicher Räuber und infizierst das Ziel durch einen Berührungsangriff im Nahkampf mit einem schrecklichen Gift. Das wird wohl eher selten passieren, denn dazu muss der an den betroffenen Gegner heran. Und naja, ihr wisst, was das bedeuten kann. Also uninteressant. Dann haben wir hier die Steindornen. Eine Minute pro Stufe in einem 40-Fuß-Radius. Das ist schon ziemlich groß. Fels- oder Steinböden und ähnliche Oberflächen verwandeln sich in lange, scharfe Spitzen, die mit dem Hintergrund verschmelzen. Steindornen behindern in einem Gebiet das Vorankommen und verursachen Schaden. Kreaturen, die den Wirkungsbereich des Zaubers zu Fuß betreten, bewegen sich mit halber Geschwindigkeit. Außerdem erleiden Kreaturen, die den Wirkungsbereich des Zaubers zu Fuß betreten, 1d8 Punkte Stichschaden für jeweils 5 Fuß Wegstrecke innerhalb des Bereichs. Das ist, glaube ich, äußerst, muss ich überlegen. Ich meine mich dunkel dran zu erinnern, dass das in Kingmaker ein Zauber war, der auch gegen Schwärme gewirkt hat. Ja? Hau einem Schwarm dieses Zeug in den Weg, wobei da waren es irgendwelche Dornen. Das müsste man mal ausprobieren, ob das ja auch gegen Schwärme wirkt. Also gegen krabbelnde Schwärme, gegen fliegende Schwärme ist es natürlich witzlos. Müssen wir mal ausprobieren, aber ja, haben wir es halt, nicht schlecht. Am interessantesten ist aber vermutlich der Zauber, den wir auf der Stufe 5 bekommen haben. Also das haben wir uns gerade ausgesucht und die anderen Sachen sind durch die Offenbarungen gekommen. Da haben wir hier den Lebensatem. Damit kann er eine kürzlich gefallene Kreatur ins Leben zurückholen. Also ähnlich wie das, was Nokuri bekommen hat. Warum habe ich es auch Nokuri gegeben? Naja, wenn Nokuri das nur hat und sie liegt, dann ist eh vorbei. Und wenn Deran das nur hat und Deran liegt, dann kann ja niemand Deran heilen, ne? Außerdem ist Nokuri vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt und es ist gut, wenn zwei Leute das mal können. Massenleichte Wunden heilen haben wir auch. Das ist was Ähnliches wie so eine Fokussierung. Mit dem Unterschied, dass massenleichte Wunden heilen Untoten im Wirkungsbereich automatisch
Schaden zufügt. Das ist ja bei der Fokussierung unterschiedlich. Da muss ich mir ja überlegen, will ich positive Energie fokussieren, um Lebende zu heilen? Oder möchte ich positive Energie fokussieren, um Untote zu schädigen? Beides zugleich geht nicht. Hiermit geht beides zugleich. Aber ja, dafür haben wir es auch nicht so oft. Bei Level 5, das können wir halt nur ja, viermal pro Tag. Und auch nur, wenn wir wieder rasten, weil das ist jetzt hier neu. Ein sehr interessanter Zauber aus der Natur, aus dem Naturzweig ist jetzt aber das hier, Höhlenfänge. Da heißt es, du erschaffst in einem Bereich eine magische Falle, deren tödliche Stalagmiten, das sind die von unten, oder Stalaktiten, die von oben Eindringlinge beißen. Die Falle wird ausgelöst, sobald eine feindliche Kreatur ihren Wirkungsbereich betritt. Der Effekt von Höhlenfänge richtet sich danach, ob du Stalagmiten oder Stalaktiten erschaffst. Das kann man sich offenbar aussuchen. Du kannst diese Falle mit einer freien Aktion überall in deiner Nähe für die Dauer des Zaubers platzieren. Der Radius der Falle beträgt 5 Fuß. Platzierst du eine Falle, verkürzt sich die Dauer des Zaubers um 10 Minuten. Also, man zaubert und dann darf man anschließend, nachdem man den Zauber gewirkt hat, diese Fallen platzieren. Wahrscheinlich nicht quer über die Karte, sondern schon auch irgendwie in der Nähe von deren. Ne? Und wenn man nur, also die Fallen stehen dann da 10 Minuten pro Stufe. Das hieße 100 Minuten. So, das ist natürlich Quatsch, weil 100 Minuten stehen wir nicht irgendwo an der gleichen Stelle. Wenn wir jetzt eine Falle stellen, dann verkürzt sich die Zeit aber um 10 Minuten. Wie viele Fallen wir stellen können, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Das müssen wir mal ausprobieren, aber es werden einige sein. Und ja, wenn die 10 Minuten da stehen, dann reicht das ja auch. Was machen die jetzt? Machen wir mal die Stalaktiten von oben. Wenn da ein Gegner hineinläuft, dann gibt es 3d8 Punkte Wucht- und Stichschaden von oben. Ein Reflexwurf kann den Schaden halbieren, aber eben nicht vermeiden. Und eine Kreatur, die ihren Rettungswurf nicht schafft, wird begraben. Das heißt, Zustand verstrickt, bis sie mit dem Stärkewurf oder einem Beweglichkeitswurf sich daraus befreien kann. Also, naja, dann halt frühestens die nächste Runde. Stalagmiten. Aus dem Boden wachsen spitze Felsnadel, die 3d8 Punkte Stichschaden verursachen. So ähnlich wie das Dornenzeug, was wir gerade gelesen haben. Und die Kreatur wird zu Boden geworfen. Kreaturen, deren Reflexwurf gelingt, erleiden halben Schaden und bleiben auf den Beinen. Ja, also es ist immer negativ, da reinzulaufen, selbst wenn die Rettungswürfe gelingen, so ein bisschen wird der Gegner schon behakt. Und das Ganze funktioniert wohl auch gegen Schwärme. Und das müssen wir dann bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren. Wobei, können wir im Moment nicht, weil Deran das halt nicht aufgeladen hat. Aber soweit Deran. Und dann geht's weiter mit Arushale. Bleibt ein Spionage-Experte und kann sich hier ein Talent aussuchen. Beweglichkeit, Tricks, Heimlichkeit, Wissen, Arcanum, Wahrnehmung und Überzeugen. Und dann gebe ich ihr aus sehr naheliegenden Gründen aus dem Bogenschützenbereich den Kernschussmeister. Denn ich glaube, also Kernschussmeister Langbogen, denn ich glaube, sie hatte ja immer noch das Problem, dass sie Gelegenheitsangriffe triggert, wenn sie irgendwie in Reichweite eines Gegners mit dem Bogen da rumfuchtelt. Ich meine, das wäre so. Aber in Zukunft ist das eben nicht mehr so. So, Erzfeinde. Tja, schwierig. Also gegen Halblinge haben wir bisher nicht gekämpft. Das wird auch selten passieren. Externare waren bisher unsere Leib- und Magenspeise. Das sind aber die ganz normalen Viecher. Es ist die Frage, wie oft sie dabei ist. Aber ich denke mal, wir nehmen hier Dämon des Gemetzels.
und den zweiten Erzfeind, nehmen wir den Dämon der Magie. So, und damit ist sie durch. Sie bekommt Zauber jede Menge. Orkanbogen hatten wir hier auf Level 1. Was anderes war nicht wirklich sinnvoll, weil das andere wird größtenteils durch Gefährten abgedeckt. Hier haben wir die lebenswichtigen Organe erkennen. Das hat bisher nicht viel gebracht, wenn ich ehrlich sein soll. Dann könnte man Segen des Chamäleons vielleicht mal... Naja, aber das will ich wesentlich überschreiben. Hier auf Stufe 3. Tja. Energie widerstehen, das können wir. Gift neutralisieren, verzögern, können wir. Krankheit kurieren, können wir. Mächtelange Schritte, da bist du halt schneller. Naja. Lebenskraft, Blitz. Das ist halt so. Lebensenergie auf Untote. Das können wir. Massenfeder leicht, naja. Mächtiger Tieraspekt. Da können wir uns so einen Aspekt geben. Ja, ist auch nicht schlecht. Heilung brauchen wir nicht. Zeug herbeirufen. Zum Feind erklären. Mit diesem Zauber erklärst du das Ziel zum Feind. Für die Dauer des Zaubers wird das Ziel in jeglicher Hinsicht wie ein Erzfeind behandelt. Ich tendiere zum erfrischenden Schlamm. Weil wir den doch immer mal brauchen. Das ist ja dieses Lauf rein und krieg halt ein bisschen Attributsschaden entzogener Art wiederhergestellt. 1d4. Wenn viele Helden das gekriegt haben, dann kann man sich da ein bisschen Genesungen sparen, wenn da ein bisschen was weggeheilt wird, schon durch den Schlamm. Das hatten wir bei Camellia schon ein paar Mal benutzt. So, dann geht's bei ihr aber an die Legendenkräfte. Und sie darf jetzt aufholen, weil sie ja nun erst neu dabei ist. Das heißt, sie kann jetzt zwei legendäre Fähigkeiten und ein legendäres Talent sich holen, damit sie auch auf Level 3 ist. Und da gebe ich ihr zuallererst den Doppelschuss. Das ist das, was Lan auch schon hat. Wenn du mit einem Fernkampfangriff kritischen Schaden verursachst oder das Ziel auf 0 Trefferpunkte bringst, erleiden alle anderen Gegner in einem Radius von 10 Fuß ebenfalls einen Waffenschaden. Also dieser Extraschuss auf umstehende Kreaturen, wenn einer gekillt wird. Das ist ja bei Lan durchaus schick. Will ich auch hier haben, dann bist du hier fertig. Dann kommt gleich das nächste. Legendenrang 2. Da gebe ich dir die tödliche Zielgenauigkeit. Das hat Lan auch schon. Ein Bonus von plus 3 auf statt 2 auf Fernkampfschadenswürfe. Ja, Punkt. Und ihr drittes Legendentalent wird dann sein. Ja, im Grunde genommen das, was Lan auch hat. Dann nehme ich auch die gefächerten Schüsse, sodass ich auch sie ein bisschen sich hoch boosten kann mit ihren Schüssen, wenn sie nicht trifft. Und sie trifft ja häufig nicht. Was auch an dem schlechten Bogen liegt, den sie hat. So, Ahu ist durch. Dann geht's weiter mit Sela. Ich glaube, da gibt es gar nichts zu tun. Die bleibt Paladin. Kriegt einmal mehr Böses niederstrecken. Überzeugen, Wissen, Welt und Religion. Das sind ihre Zauber, die normalerweise und automatisch dazukommen. Das brechen wir ab. Dann gehen wir mal zu Lore. Der ist auch aufleveln darf, aber da gibt es auch nichts zu tun. Wahrnehmung und Athletik waren seine Fertigkeiten durch. Und dann kriegt Sela auch ihre Legendenkraft. Und da gebe ich ihr die donnernden Schläge, weil sie ja doch oft daneben haut. Und wenn sie daneben haut, dann gibt es wenigstens ein bisschen Schallschaden. So, jetzt dürfte jeder, der gerade anwesend ist, gelevelt sein.
Außer Aivu natürlich und Wismut spielt da auch keine Rolle diesbezüglich. Und jetzt werde ich speichern und werde einen Safe Game laden, wo ich die Helden mal nach Dresden zurückgeschafft habe, um euch zu zeigen, wie die dort zurückgebliebenen gelevelt werden. Und dann nehmen wir uns der erste Regel zur Brust. Der bleibt oder wird Höllenritter. Überzeugen, Wissen Arcanum und das war's. Ja, er bekommt besondere Fähigkeiten, Orden der Gottklaue. Das haben wir schon. Und das kann er jetzt irgendwie häufiger anwenden, glaube ich. Würde ich behaupten. Und als legendäre Fähigkeit gebe ich ihm den unerbittlichen Angriff. Solange du kämpfst, nimmt die Wucht deiner Nahkampfangriffe zu. Du erhältst in jeder Runde, in der du mindestens einen Nahkampfangriff machst, der muss nicht erfolgreich sein, bis zum Ende des Kampfes einen kumulativen Bonus von +2 auf Schadenswürfe mit Nahkampfwaffen, bis zu einem Maximum von 10. Ja. Finde ich gut. Nenio bleibt Spruchrollenweise. Bekommt hier ihre 4 Wissenstalente gesteigert. Und darf sich 2 neue Zauber aussuchen. Ja, ist Geschmackssache, was ich da nehme. Ich nehme bei ihr den Säuresprühregen und den Kältekegel. Und das hier ist vielleicht noch erwähnenswert. Auf Stufe 10 kann ein Spruchrollenweiser anstelle der Zauberstufe des Gegenstands seine eigene Zauberstufe verwenden, wenn er eine Spruchrolle benutzt. Das ist besonders interessant bei Spruchrollen, bei fast allen Spruchrollen, weil die sind Level 1 normalerweise. Und ja, stattdessen Level 10 zu haben, das ist schon nicht schlecht. Ne? Und als legendäre Fähigkeit gibt es bei Nenio die verbesserte ergiebige Zauberei, nämlich jeweils 4 weitere Zauber auf den Stufen 4, 5 und 6. Und da wir gerade erst anfangen, die Stufen 5 und 6 als Zauberstufen uns überhaupt zu erschließen, ist das sehr mächtig im Augenblick. Ember bleibt stigmatisierte Hexe. Magischen Gegenstand benutzen. Legendenkunde, Religion und Wissen Arcanum. Und dann gebe ich ihr eine neue Hexerei. Da wähle ich die schnelle Wundheilung. Die Hexe kann die schwächenden Wunden einer Kreatur mit einer Berührung rasch schließen, um die Heilung zu beschleunigen. Das Ziel erhält schnelle Heilung 5. Die Dauer in Runden entspricht der halben Hexenstufe, also 5 im Moment. Oder sie regeneriert bis zu 4 Punkte Attributsschaden 2er Attributswerte, also auch so eine Art teilweise Regeneration oder erfrischender Schlamm. Kann man nicht genug haben. Also wirklich Zeug an Attributsschäden, das fängt man sich schneller ein, als man glaubt. Und dann hätte ich hier noch einen Zauber ihr zu geben. Und ja, da Deran jetzt über die Höhlenfänge verfügt, gebe ich ihr das nicht. Das wäre ja doppelt. Deswegen gebe ich ihr den Gedankennebel. Das ist das, was diese Fliegendämon mit uns gemacht hatten, das war nervig. Gedankennebel erzeugt eine dünne Nebelbank, die die mentale Resistenz aller Kreaturen schwächt, die sie betreten. Kreaturen innerhalb des Gedankennebels werden mit einem Malus von 10 auf Weisheits- und Willenswürfe belegt. Gelingt einer Kreatur der Rettungswurf gegen den Nebel, wird sie von diesem nicht beeinträchtigt und muss keine weiteren Rettungswürfe machen, wenn sie im Nebel bleibt. Betroffene Kreaturen sind nach dem Verlassen des Nebels noch 2 der 6 Runden lang mit dem Malus belegt. Ja, finde ich gut. Soweit also Ember. Und auch bei ihr gilt, was ich gerade ausgeführt habe, als legendäre Fähigkeiten sind die ergiebigen Zaubereien natürlich nicht schlecht. Das haben wir bei ihr noch nicht gelevelt, deswegen bekommt sie das. Und ist damit fertig.
und gibt weiter an Camellia. Die bleibt Schamane. Tricks und Heimlichkeit. Und auch sie bekommt eine neue Hexerei. Wir haben sie schon mal ein paar Mal Richtung Rapier ausgebildet. Das treiben wir auf die Spitze. Geben ihr die Hexerei Meisterkrieger. Dadurch ploppt hier oben jetzt ein weiteres, da oben ist ein weiteres Talentfeld auf. Na, nochmal gucken. Es ist weg. Es ist da. Denn jetzt müssen wir den Meisterkrieger spezifizieren und wir sagen, ja, du bist Meisterkrieger mit dem Rapier. Und was ist das? Ein Vorteil, du erhältst einen Bonus von +2 auf alle Schadenswürfe mit der ausgewählten Waffe. Ja. Und das kann man dann talentmäßig dann noch weiter auf die Spitze treiben, wenn man dann weitere Talente sich holt. Hier zum Beispiel, dann kann man hier solche weiteren Dinge dann auswählen. Ja, und was die legendäre Fähigkeit angeht, gilt auch für sie, dass wir, wenn wir schon mit der ergiebigen Zauberei hantieren, das auch entsprechend auf die Zauberlevel 4, 5 und 6 ausdehnen, wenn möglich. Und das ist möglich. Bleibt noch Greyboar, bei dem gibt es keine Legendenkräfte zu aktivieren. Das geht erst, wenn wir ihn mal mitgenommen haben und er dann auch von Iomedae oder wem auch immer aufgetankt wird. Das werden wir also bei dem nächstmöglichen Level-Up machen, wenn das mal soweit ist. Das heißt, für ihn gibt es jetzt nur den ganz normalen Level-Up. Er bleibt Attentäter, jetzt auf Stufe 10. Punkte in Athletik, Beweglichkeit, Heimlichkeit und das war's. Und hat einen Attentäter-Trick, den er sich aussuchen muss. Und da wähle ich den schwächenden Schlag. Ein Charakter mit diesem Attribut kann einen hinterältigen Angriff mit solcher Präzision ausführen, dass er das Ziel schwächt und behindert. Verursacht der Schurke Schaden durch hinterhältiger Angriff, erleidet der getroffene Gegner zusätzlich 2 Punkte Stärkeschaden. Das ist ein sehr mächtiges Talent. Heißt also, wenn er hinterhältige Angriffe schafft, die ins Ziel bringt, Schaden damit macht, dann bekommt der Gegner einen Debuff von 2 auf Stärke. Was wiederum dazu führt, bei den meisten Gegnern, dass sie Angriffsbonus verlieren, weil der ja oft auf den Angriffsbonus draufgerechnet wird. Das ist Punkt 1. Punkt 2, sie verlieren in aller Regel auch Schadenswirkung. Wenn sie treffen, machen sie weniger Schaden, weil dieser Stärkebonus dann natürlich auch auf den Schaden mit drauf geht. Ist ja bei uns genauso. Und last but not least, wenn die Stärke dadurch auf 0 sinken würde, dann würde der Gegner sterben. So wie unsere Helden auch sterben, wenn eines ihrer Attribute auf 0 sinkt durch einen Debuff. Denn das hier ist tatsächlich kumulativ. Wenn der Schurke, in dem Fall Greyboar, 10 hinterhältige Angriffe ins Ziel bringt, bei ein und demselben Gegner, dann wird diesem Gegner das Stärkeattribut um 20 Punkte gedebufft. Mit allen Auswirkungen, die ich gerade geschildert habe. Und wenn der Gegner weniger als 20 Punkte Stärke hat, dann heißt es Hallo Pharasma. Also schwächender Schlag für Greyboar. Und damit zurück hier nach Wintersonne in die Clanhalle, wo die Helden, upsala, Kamera, wo die Helden sich umschauen wollen nach Morevok, der hier weggekrochen ist und seiner komischen Herrin der Sonne gerne unter den Rockzipfel kriechen würde. Aber daraus wird nichts. Die Helden sind stärker denn je. Und werden Morevok seine angemessene Bestrafung angedeihen lassen. Und das schon, hoffentlich, im nächsten Teil. Bis dahin!